Hallo Bergherr-Freunde, Freundinnen. Heute von einem wunderschönen Platz dieser Erde aus Istrien. Knapp vor Pula befinde ich mich jetzt da. Aber gehen tut es eigentlich nicht um einen Urlaub, sondern gehen tut es um das KTM Brawler Master. Ja, wie komme ich zu KTM? Geile Geschichte, ganz kurz erklärt. Testtag, Betzen, bin ich auf einem Brawler ohne Motor, eigentlich so ein klassisches Allmountain gefahren, hat mir irrsinnig gut gefallen. Das Brawler war zwar dort, das hat unheimlich geschüttet, dann habe ich mich mit KTM in Verbindung gesetzt, da steht es jetzt. Dann habe ich mir das Radl einmal ein bisschen näher angeschaut und ich muss euch eins sagen, das Radl bis auf ein paar Millimeter Ausnahme ist von den Geodaten her, eigentlich ist nur das Deck etwas anders, weil ja oben direkt angelenkt wird der Dämpfer, sind die Geodaten mit meinen Avea Walte Fest, das ich gehabt habe, annähernd gleich und es fährt sich aber auch so. Ja, ganz kurz ausgeholt, weil das soll ja noch kein Gesamtbericht sein. Es klettert gut, ich fühle mich gut, es ist wendig, Mullet sowieso meins, aber gehen wir kurz einmal das Radl so ein bisschen durch. Wir kriegen bei KTM beim Master Brawler da für 5.900 Euro einen Carbonrahmen mit einer Aluschwinge. Ja. Fühlt sich auch beim Fahren richtig gut an. Was haben wir beim Master? Wir haben beim Master vorne 180 Federweg, hinten 170 Federweg. Vorne wird gedämpft mit einer Lyric Select, also die bessere, gell? Ja, muss sagen, meine Meinung zu Rockshock wird immer besser. Hinten haben wir den Deluxe Ultimate. Gebremst wird mit einer 4-Kolben XD. Lovely. Wir haben dann einen 800er Lenker. 800er Lenker ist auch für mich immer etwas gewöhnungsbedürftig zum Fahren, ich weiß nicht. Ja, vielleicht schnitze ich ihn ein bisschen ab. Was mir vielleicht doch noch ein bisschen zu lang ist, ist da der Fuhrbau. Ich hätte da gerne einen 35er statt einen 50er. 170er Sattelabsenkung haben wir dabei. Komplette XD-Schaltung. Und jetzt muss man mal überlegen, wir haben da einen Preis bei dem Radl von 5.899 Euro. Ich finde, das ist ein richtig guter Kurs. Ich finde, ich muss auch sagen, sehr sympathisch, das ist ein gutes Radl. Und ich kann jetzt subjektiv von den ersten Eindruck schon sagen, es ist kein schlechtes Radl. Aus Österreich gibt. Ja. Na, ich bin eigentlich die ersten, was bin ich jetzt schon mit dem Radl unterwegs? Ich glaube, schon über 100 Kilometer bin ich mit dem Radl unterwegs. Schauen wir mal, was bin ich denn da schon gefahren? 146 Kilometer. Ja, es macht so viel Spaß, dass es gleich mal weg ist. Ja, ich habe mal sowas Ähnliches eh schon gedacht. Wie gesagt, wie halt die Geodaten jetzt vom Orvea Wild FS und von dem verglichen habe. Wir haben ähnlich lange Kettenstreben, glaube ich, ein Millimeter ist um. Wir haben auch einen Reach, apropos Reach. KTM ist nämlich echt so lieb. Wie gesagt, ich muss ja da auch wieder X-Large fahren in der Größe. Dass ich uns auch das komplett daher schreiben, mit der Mullet-Bereifung und den Reach nennen sie auch da. Das ist natürlich recht praktisch bei einem Stammtisch, wer den längeren hat, gell? Reach Money. Ja, optisch, meine Frau hatte das Master, das Capoho, glaube ich heißt das. Ist auch schön, würde ich sagen, ist diese Pearl-Lackierung, aber das ist halt klassisch KTM, schwarz, orange und mit meinen blauen Applikationen, das sind so die Formen von KTM. Ja, ich freue mich, ich werde weiter berichten. Ich finde, das Radl hat einen super Kurs, eine Top-Ausstattung für den Kurs und lässt sich so vom ersten Eindruck her, ich muss einmal schauen, wie sich dann in einem richtig fetzigen Downhill verhaltet, wie laufruhig es ist. Es ist einmal auf jeden Fall von der Kletter her, von der Klettereigenschaft her sehr Orvea ähnlich. Also es zieht richtig schön auf. Es bleibt auch die Front schön am Boden. Es lässt sich schön pilotieren. Na, die ersten 100, was haben wir knapp, 46 Kilometer waren durchaus sehr positiv. Negativ ist mir bis dato ein, zwei Punkte aufgefallen, die ich aber dann im Gesamtbericht einfließen werden lassen. Aber im Großen und Ganzen habt ihr ein geiles Radl gebaut. Ihr Martin Hofner. Bis dann, euer Ingo. Baba.